auf Zander und Wels, möglicherweise hier am Wolchow. Gucken wir mal, ob da was reingeht. Also, Motor ausmachen. Ich bin am Spot. Ich hoffe so einigermaßen. Zack, es hat gerade ein bisschen geruckelt. Ich bin gerade nochmal schön gedreht mit dem Boot. Rückwärts gefahren, Anker geschmissen. Das Ding krack, hakt richtig schön ein. Die Strömung geht hinter uns weiter. Also von vorne nach hinten. Das heißt, wir stehen jetzt richtig. Das ist wichtig, wenn wir jiggen wollen. Ja, dann sollten wir auch eine Jig-Ruder anpacken. So, wenn wir jiggen wollen. Und dann lügt das hoffentlich auch. Und zwar meinte Hard Tech Girl, Alden, probier doch mal da, so in Richtung der zwei Hütten, da wo es den Schwarzgebrannten, den Moonshine-Schnaps gibt, den bäuerlichen Panic, übelstes Zeug, macht auch übelst eure Lebensanzeige kaputt, aber ballert halt gut rein. Ja, da werfen wir hin auf Zander. Wir haben jetzt die Abendstunden und ich bin übelst gespannt. Wir haben jetzt gerade, ja, kurz vor 8:30 und ich fange einfach mal an. Ich habe noch nichts getestet. Ich gehe hier einfach mal blind rein. Schön entspannt in den Jig. Ja, guck mal hier, auf langsamen 16er Jig funktioniert sogar auch schon was. Und da geht auch schon der erste Biss rein. Gar nicht schlecht. Kann man noch machen. Am Wolchow hier, am 6,5 Meter Loch. Sehr schön. Gucken wir mal, was da reingeht. Ob es der erste, ja, der erste Zander ist. Tatsächlich, da ist er schon. Nicht schlecht. Da bin ich doch schon direkt positiv überrascht. Mit dem ersten Wurf sofort. Ich rechne ja mit allem. Mit Quappen, mit Barschen, mit Wels natürlich. Also mit allem, was hier so rumfleucht. Und immer gerne rechne ich natürlich mit dem Zander. Denn die sind kohlemäßig gar nicht so schlecht. Das war jetzt noch die kleine Version des Zanders. Rein optisch auch sehr schön hell. Dieses weißlich-grünliche noch. Und später sehen die dann halt auch aus, als ob die sich ihr Leben lang nur hart auf die Fresse geben. Links, rechts, zack, zack, den Schwanz abknabbern und so weiter. Die sehen halt richtig geil verwegen aus. Zack, da ist nochmal so ein Lüder. Ich bin hier auf dem 1-0er Haken. Also wirklich groß unterwegs. Jetzt mal deutlich weiter ausgeworfen. Oh ja, guck mal. Okay, dann landet man hier in der tiefen Stelle sogar. Vielleicht könnte ich sogar noch ein bisschen näher ran. Und hier durchjiggen. Durch diese tiefe Stelle. Hier sind wir. Ich bin gerade nur nach den Koordinaten so ein bisschen gegangen. Aber das sieht auch schon ganz gut aus hier. Fängt schon gut an. Ja, Zander am Wolchow immer wieder eine gute Sache. Man kann es auch mal mit dem Quicker versuchen. Quicker in Grün geht auch immer mal wieder rein. Also da gibt es verschiedene Köder. Die müssen auch gar nicht so ganz riesig groß sein. Und dann ballern da gerne auch mal, wie gesagt, die Zander rein. Jetzt gerade eben hier übertriebenes Setup natürlich wieder ausgewählt. Weil ich erstmal gucken möchte, was geht hier. Gehen hier viele Wälse rein? Dann müsste ich mich halt auf einen langen Drill irgendwie gefasst machen. Und deswegen hier vom Setup jetzt ein bisschen übertrieben. Gerade sogar nur mit Braid, mit geflochtener Schnur, ohne Vorfach. Erstmal checken, wie das denn so geht. Ob ich hier überhaupt gerade einen Vorfach benötige. Wenn ich mir überlege, dass ich zuletzt meine letzte Zander Trophy auch beim Jiggen, beim Wels-Jiggen hatte, an der 8-Tuba. Das war 84 Kilo geflochtene Schnur. Dann bin ich doch jetzt hier gerade mit 60 Kilo geflochtener Schnur. Ich glaube, die ist 0,5 stark. Eigentlich relativ zart unterwegs. Die Frage ist, inwieweit triggert das? Vielleicht gehe ich auch gleich nochmal ein bisschen schneller durch. Tempo 15 ist jetzt, oder 16, ist jetzt vielleicht auch noch nicht so. Gehen wir mal so auf 25. Zack. Na, schau mal einer, guck.
und bewegt sich nicht viel, liegt auf dem Boden, kann aber auch der Zander sein, ne? Also vom Bissverhalten her oder vom Verhalten nach dem Biss kann es, wie gesagt, durchaus auch der Zander sein, der eben dann eine Zeit lang auf dem Boden liegt, sich kaum bewegt und man denkt, Alter, jetzt habe ich erstmal einen Wels dran und dann zieht man einfach nochmal ein bisschen mehr und dann auf einmal lässt sich dann doch vielleicht der Zander blicken. Oh, das ist jetzt doch der Wels. Nee, siehst du mal. Zander mit 5,3. Alter, und hier sieht man, wie er auf die Fresse gibt. Zack, spitz nach vorne und dann links und rechts und dann wird ihm von hinten schon der Schwanz abgefressen. Richtig, richtig cool. Sehr geiler Brocken. Direkt nochmal raus und das musste gar nicht so weit raus sein. Der ist relativ nah hier vorne reingegangen. Das heißt, ich werfe jetzt hier im Bazillard ungefähr 20, 25 Meter nur weit aus. Natürlich ohne Clip. Einfach so da vorne ungefähr in den Schatten rein. Und jetzt gehen wir hier nochmal ein bisschen schneller durch. Aber man sieht, guck mal da, ey. 5, noch was Kilo. Wenn ich jetzt überlege, auf dem vielleicht 15 Kilo Setup, wäre der jetzt erstmal ein bisschen abgegangen. 15 Kilo Setup, hätte den jetzt nicht so eben hochgezogen. Von daher, ja, wenn man hier mit einem kleineren Set hier rangeht, vielleicht sowas wie die Karma Mächter in Kombination mit der HSV. Schön entspannt hier durchjiggen. Man hat auf jeden Fall ausreichend Schnur drauf. Vielleicht auch einfach mal bei der HSV, gerade wenn man die verwendet, mit einer Monoschnur mal testen. Auch durchaus eine Option, wenn man da, ich sag mal so von 12 Kilo, 15 Kilo ausreichend Monoschnur drauf kriegt. Kann man mal machen, ey. Kann man doch mal testen. Ist natürlich echt die Frage, wohin genau werfen, wie durchziehen. Und dann einfach weiter durchjiggen, ne? Vielleicht ist auch tatsächlich die Kante von dem Loch noch viel interessanter, als direkt reinzuwerfen, ne? Ja, ich werfe tatsächlich gerade hier an die Kante. Also vielleicht einfach hier durchziehen. Tatsächlich einfach noch interessanter. Am Archipel sieht man es ja manchmal, dass da die Fische halt gerade an diesen Gewässerkanten... Na, der war ja gut. Gerade an den Gewässerkanten richtig haufenweise dann da rumstehen. So, schön absinken lassen. Wie gesagt, die Strömung geht jetzt hier so links an uns vorbei. Zack, und dann langsam reingehen. Muss man ein bisschen was snacken. Damit ich wieder mehr Energy kriege. Jo. Naja, das geht auch. Das geht auch. Also mit dem Zander, mit dem Anfang hier, mit dem Einstieg, bin ich schon super zufrieden. Wie gesagt, 1-0er Haken, ruhig ein bisschen größer reingehen in den Zander. Die sind da vielleicht schon zart und vorsichtig, aber die ballern eben dann doch irgendwie, wenn der Köder passt, dann ballern die da drauf. Und dann eben gerade so halt Abendstunden, Morgenstunden. Das ist halt nochmal eine ganz wichtige Uhrzeit. Es kann sein, dass in der Nacht vielleicht sogar ein bisschen Flaute ist. Vielleicht geht da eher nochmal ein Wels rein. Aber dann Morgenstunden, ich denke mal auch so bis 11 Uhr vielleicht sogar, dass man dann in der Zeit ganz gut nochmal Erfolg haben kann. Ich bin jetzt gerade so gegen 17 Uhr langsam los, habe mich dann hier in die Richtung gemacht, alles eingestellt und so weiter. Und dann war das von der Uhrzeit her schon gar nicht so schlecht. So, jetzt werfen wir nochmal in die Richtung. Mehr auf die andere Seite vom Loch. Und dann gucken wir mal, ob da was geht. So. So ein bisschen mehr mit. Zack, sofort geht die Jigführung, geht schneller. Jawohl. Was haben wir denn da hinten? Was leuchtet denn da? Kommt da die Bahn an oder was? Oder ist da was explodiert beim Schwarzbrenner? Irgendwas hat doch da so komisch geleuchtet gerade. Der Schwarzbrenner, Alter. Die ballern sich da schon wieder den bäuerlichen Panik rein, Alter. Hart ein am Reinglühen. So, da leuchtet schon wieder. Und da leuchtet der nächste. Aber da ist doch von der Eisenbahn, oder? Guck mal, wie der da aussieht, Alter.
Da ist sie, die Bahn, ey. Krass, was die für ein Licht macht, ey. Ja, läuft, ne? So, jetzt werfen wir aber nochmal hier komplett rein in das Loch. Jetzt sehen die Zander den Köder auch besser bei dem Licht. Also, nochmal locker flockig rein. Und dann ein bisschen weiter durchtesten hier. So. Und ab geht es. Zack. Zack. Und rein jetzt hier in den Jig. Jawohl. Und dann hoffen, dass da was geht. Ich gehe auch gleich nochmal kurz auf Setup ein, wie ich das zusammengebaut habe im Detail. Aber wie gesagt, das jetzt hier nur auch so zusammengebaut, weil es eben mit dem Setup geht. Und ich hier mit diesem Setup auch die Chance habe, das ist halt meine Wälzpumpe, damit eben auch die Chance habe, auch mal mit Bremse zuzuarbeiten. Würde ich halt mit sowas wie einer HSV auf gar keinen Fall machen. Da ist das getriebemäßig auch einfach nicht dafür ausgelegt, dass das Gerät ja, solchen Belastungen irgendwie ausgesetzt wird. Viel zu großer Verschleiß, die Chance, dass das Ding komplett zerbricht. Einfach ausdrillen den Fisch und gut ist. Gerade wenn man auf dem Boot sitzt, ist ja so ein Drill auch relativ easy. Schön im Kreis ringsherum fahren. Trollinggang anmachen, im Kreis ringsherum fahren. Immer versuchen ein bisschen anzuheben und gut ist. Ja, so und so ähnlich geht's weiter. Ich hätte gerne noch so ein paar im 5-Kilo-Bereich oder mehr. Das wäre halt schon richtig gut. Vielleicht gehe ich mal noch schneller rein. Gehen wir mal auf eine 40 sogar. Und gucken, wie sich das auswirkt. Vielleicht mögen die es dann doch noch ein bisschen schneller. Es ist relativ kühl, 10 Grad kalt. Ich glaube, so um die 15 ist gerade die Tagesdurchschnittstemperatur. Von daher könnte das doch eigentlich ganz gut passen. Oder die sind einfach zu träge. Aber eigentlich könnte da doch jetzt noch ein bisschen was reingehen. Schön auf dem Zander. Wie gesagt, gerade nach dem letzten Update, nach der letzten Verbesserung für Zander, kohlemäßig sensationell. Das heißt, immer mal wieder testen, ob der Zander geht. Wolchow, Sura, ab da macht es Sinn. Vorher die kleineren Level, Finger davon lassen. Auch wenn er manchmal im Café ist, am Belaya oder am Windenbach, Finger davon lassen, fängt man da nicht in ausreichender Größe. Ist halt und viel zu selten auch noch. Absoluter Bullshit, da drauf zu gehen. Ab Wolchow kann man da mal dran gehen. Wie gesagt, dann an der Sura wird es interessant. Und natürlich später am Archipel. Da ballern dann auch die großen. Ach, Tuba natürlich auch. Immer wieder beifangen beim Köderfischangeln oder beim Jiggen. Nee. Da hört es langsam auf. Ich ändere gleich nochmal eben den Köder. Und wir gehen gerade nochmal jetzt rein hier ins Set. Weiter durchziehen bis hier vorne. So, aber hier vorne ist durch. Also, so sieht das Setup aus. Wie gesagt, übertrieben. Das ist halt jetzt die Wälzpumpe, die ich habe, die ich verwende für die dicken Wälse mit normalerweise dann der 84 Kilo Schnur. Und jetzt ist es nur in Anführungszeichen die 60 Kilo Schnur. Und ja, halt ein bisschen dünner. Man könnte wahrscheinlich noch dünner hier rangehen. Na, wenn man dann vielleicht hier mit ja, entweder geflochten oder vielleicht sogar hier 19 Kilo. 19 Kilo auf einer dicken Rolle. 200 noch was Meter drauf. Ja, passt doch. Das würde doch auch passen. 19 Kilo Mono ist wahrscheinlich auch gar nicht verkehrt, wenn man da mit einem etwas feineren Setup reingeht und sich effektiv auch wirklich in den Drill einlassen möchte. Dann kann man das machen. Ich will gerade nur rausballern, rausprügeln, was das Zeug hält und gut ist. Nächste Möglichkeit natürlich hier auch in Richtung der Provoker mal probieren, gelblich oder weiß. Die weißen Maggots natürlich auch nochmal durchtesten. Zander und weiße Köder funktionieren auch immer wieder ganz gut. Ich teste mal den Quicker in Knallegrün. Der hatte
am Wolchow hier auch immer mal wieder ganz gute Zeiten, dass das ganz gut funktioniert hat, speziell auf dem Zander. Gucken wir mal, wie der reagiert. Oder auch so Gummifische wie, so Gummiköder, wie der Köder Tiny Fish. Auch das durchaus eine Option. Tiny Fish hat auch manchmal, hat so einen leicht grünlichen dabei, so einen weißen eher dabei. Oder so einen silbrigen, also die auch einfach mal probieren. Vielleicht dann aber auch noch eher in den Morgenstunden oder Abendstunden, wenn vielleicht noch ein bisschen Sonne da ist, wenn auch noch ein bisschen mehr Licht da ist. Da vielleicht noch mal ein bisschen eher auf die natürlichen Farben eingehen. Und in der Nacht kann ich mir dann auch, wie gesagt, diese schwarzen vorstellen. Oder ich teste mal irgendwas ganz Grelles. Ich meine, das jetzt mit dem Quietschgrün ist halt schon mal eine Option. Machen wir mal kleinere Jigs. Das sind jetzt quasi nur halbe Drehung. Ne, aus der Führung raus. Leider kein Biss. Das heißt, ich achte halt eigentlich nur hier unten auf die Jig-Führung. Da ist der Biss. Genau das. Sobald die Jig-Führung weg ist, ballert halt was rein. Ne? So. Komm ran hier. Schön. Auf dem Quicker, wie gesagt, auch immer wieder gut gewesen. Und übrigens auch in den anderen tiefen Stellen hier am Wolchow gerne mal probieren. Ne? Also hier rechts oben, da ist ja nochmal die langgezogene Stelle. Gucken wir gleich nochmal eben auf der Map. Da ist er, der nächste Zander. Na guck, knappe 5 Kilo wieder. Der jetzt diesmal auf dem Quicker. Also hier oben mal durchziehen. Ganz lange Stelle. Kann man richtig schön weit auswerfen, komplett durchziehen. Hier die kleine Stelle auch mal lang ziehen. Natürlich 8 Meter Loch, 10 Meter Loch. Das sind so die Stellen, wo man einfach mal wieder testen kann auf den Zander. Es wird auch so langsam wieder hell. Gucken wir mal, vielleicht triggert der ja noch ein bisschen mehr hier. Kleine Jigs mache ich nur. Zap, zap. Zarap. Oder vielleicht auch der Maggot. Maggot in grün gibt es auch. Auch noch eine Option. Also ködermäßig ganz viel. Ich würde, wie gesagt, nicht zu groß gehen mit den Gummifischen. Größe von dem Maggot passt schon ganz gut. 1-0er Haken. Und dann auch hier ist es halt Kunstköderangeln. Testen, testen, testen. Was ist gerade aktuell mit den Temperaturen? Allgemein, wie ist das gerade? Wie ist die Bisslaune? Auf was stehen die Fische gerade? Und dann halt ein bisschen rumprobieren, was da geht. Und ich finde, das ist halt durchaus auch eine Möglichkeit, wenn man hier gerade beim Schleppen ist am Wolchow, einfach mal dann in den Abendstunden, wenn man sich denkt, okay, jetzt wird langsam dunkel, zack, schon mal hingehen, bisschen hier rumprobieren, bisschen auf Jig etwas durchziehen und danach, danach geht's halt weiter mit dem Schleppen auf atlantischen Lachs und Co. Und schön weiter rausziehen, ne? Und da ist schon wieder durch. Ja. Ja, aber so geht das. Ich werfe mal nochmal in die andere Richtung. Und hier gehen wir nochmal langsamer. Machen wir mal nur auf 25. Mit der Strömung auch hier kleinere Jigs. Das treibt ja dann immer noch so ein bisschen. Mit der Strömung halt immer, treibt es halt immer noch ein bisschen weiter, ne? Genau, nur kurz anheben, durch die Strömung wieder ein bisschen treiben lassen, er fällt wieder runter. Anheben, fallen lassen. Zack. Und so kommt man dann eigentlich auch in jeden Jig. Mit dem Blinker wäre mal eine ganz wilde Geschichte. Würde ich, glaube ich, nicht unbedingt machen, aber es gibt ja diesen handgemachten, diesen Zanderköder. Damit könnte man das, glaube ich, mal machen. Soll ich den mal draufballern? Das wäre ja eigentlich, habe ich schon ewig nicht gemacht. Immer nur mit Gummi auf Zander. Aber eigentlich, warum heißt der sonst Zanderköder, ne? Kann man doch mal machen, ey. Der selbstgebastelte? Das wäre doch mal eine Option, ey. Also, schmeiße ich gleich nochmal raus. Wir haben 3 Uhr morgens, ist sogar schon hell, der ist schön silbrig. Das wäre doch jetzt eine Option, ey. Den jigge ich dann aber auch durch.
Na? Bis hier vorne hin gar nichts. Also es waren jetzt mehrere weiter hier vorne, ne? Also ich glaube, man muss gar nicht so nah. Vielleicht kann man sich auch noch ein bisschen höher stellen und mehr hier dran vorbei, ey. Vielleicht stehen die eher auch hier in diesem Bereich. Also ändern wir nochmal eben ab. Kunstködermontage und dann hier auf den Zander. Zander, Kunstköder, hier ist er im Detail. Habe ich hier einen 2-0er-Haken sogar drauf. Das ist schon sehr groß. Nochmal auswerfen und den könnte man natürlich auch einfach so durchleiern. Aber damit triggert man wahrscheinlich eher vielleicht noch Hechte und Barsche. Vielleicht sogar Döbel oder sowas. Und ich versuche es hier auch nochmal mit dem Jig. Ist relativ schwer, der Klumpen. Kann man also gut weit auswerfen. Deswegen habe ich gerade auch nur bis halb aufgeladen. So weit soll er gar nicht gerade raus. Aber er jiggt eben auch ganz gut über den Grund, weil er so schwer ist. Das wäre natürlich cool, ey. Hätte ich eigentlich Bock drauf. Einfach mal schön mit einer ganz normalen Kunstködermontage auf die Zander, ey. Ich meine, letzten Endes, die gehen ja auch auf den Wobbler, ne? Die werden halt auch beim Schleppen am Archipel mit dem Wobbler werden sie halt auch gefangen. Oder mit dem Blinker mal, ja. Aber ich sag mal, das Populärste ist dann schon einfache Jig-Montage. Vernünftig gute Qualität vom Jig-Kopf. Und dann, ja, 1er, 1-0er Haken. 1-0er würde ich schon bevorzugen. Und gut ist. Ja, so. Ich würde sagen, ich teste noch mal ein bisschen. Und dann gucken wir noch mal ganz kurz in den Kescher rein, was die denn so kohlemäßig auch bringen, die Zander. Und ich bin wieder zurück am Wolchow und wir gucken natürlich mal kurz rein, was die Dinger so bringen. Ja, für 15 Minuten ungefähr, da geht natürlich mehr. Da geht natürlich mehr. Fürs erste Testen muss ich allerdings sagen, bin ich schon sehr zufrieden. Gerade auch von den Größen, 4-5 Kilo, die mit reingegangen sind, ist das schon ganz okay. Preislich, guckt euch das an, 25 Tacken für einen so einen Brocken, das schmeckt. Und selbst wenn man mit einem 1er-Haken hier reingehen würde und dann vielleicht mehr von diesen etwas kleineren Zandern fängt, ist das auch durchaus okay mit um die 5 Silber pro Zander. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, vielleicht nochmal ein bisschen feiner testen. Ich bin jetzt hier extra sehr, sehr groß reingegangen, war vielleicht ein bisschen übertrieben. Für mehr Frequenz auf jeden Fall nochmal feiner daran gehen. Da geht was. Und danach eben, wie gesagt, den Tag über wieder nutzen zum Schleppen. Heißt also, ich sag mal, bis jetzt ungefähr 6, 7, 8 Uhr kann man es noch ein bisschen weiter probieren. Wichtig auch eben nochmal die Abendstunden da schon anfangen. Und dann rausziehen die Brocken. Zieh raus den Zander. Und wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen. Damit ihr das nächste Video nicht verpasst, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.